Andreas, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Ein gutes Match, solide gespielt, alles richtig gemacht und damit Einzug ins Viertelfinale. Ja, ich habe sicher ein sehr solides Match gespielt. Es ist eigentlich immer nicht leicht, gegen Flo zu spielen, besonders auf Rasen. Aber wie gesagt, ich habe sicher eines meiner besten Matches auch gespielt in diesem Jahr und ja, bin sehr glücklich, wieder im Viertelfinale hier zu stehen. Ja, und das ist natürlich klasse, gerade gegen Flo, der kann so ein paar fiese Bälle auf Rasen einem immer servieren, vor allen Dingen diese Stops, die er immer einbaut. Siehst du die wirklich vorher oder kommen die genauso plötzlich wie für uns Zuschauer? Nee, die sieht man leider nicht vorher und wie gesagt, besonders seinen Slice, auch ein beidhändiger Rückhand und er kommt oft überraschend ans Netz und so ist nicht leicht gegen ihn zu spielen und wie gesagt, aber ich habe wirklich ein sehr gutes Match gespielt und ja, bin wieder happy, morgen im Viertelfinale zu stehen. Ja, und vor allen Dingen wieder hier auf dem Center Court mit dem tollen Publikum. Ich glaube, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, wie immer ist sehr schön hier auf dem Center Court zu spielen. Habe auch gute Erinnerungen und spiele immer wieder sehr gerne. Deshalb, ja, ich hoffe natürlich wieder auf eine große Unterstützung vom Publikum morgen und ja, mal sehen, wie es läuft. Also dann sagen wir jetzt erstmal gute Erholung bis morgen. Wir freuen uns wieder auf den Center Court. Andreas Seppi im Viertelfinale. Ja.